Na dann, meine Damen und Herren, lass uns anfangen. Hier ist das Bildrätsel aus dem New England Journal. Und ich weiß nicht genau, unter welchen Umständen dieses Foto gemacht worden ist, aber was wir hier erkennen können, ist, hier ist eine Leber und die Leber ist schwarz. Mir ist nur eine Krankheit bekannt, wo die Leber schwarz wird und das ist das Dubin-Johnson-Syndrom. Und im Angebot sind erhöhte Alanin- und Aspartat-Aminotransferasen. Zweite ist ein Defekt in der Glucuronylierung, die zu Hyperbilirubinämie führt. Das dritte ist erhöhte Prothrombinzeit. Das vierte ist autosomal dominante Vererbung. Und das letzte ist ungefähr 50% des Bilirubins ist konjugiert und die andere Hälfte nicht. Na gut, bei dem Dubin-Johnson-Syndrom. Erstens ist es autosomal rezessiv, so können wir das rausstreichen. Eigentlich haben die Leute gar keine Symptome. Die haben nur diese wunderbaren schwarzen Lebern, falls man die begegnet. Und es ist nicht behandlungsbedürftig. So kann man die anderen Sachen alle ausstreichen. Dann bleibt nur ungefähr die Hälfte des Bilirubins ist konjugiert. Das ist ja okay, nämlich hier liegt kein Konjugierungsdefekt vor. So, das müsste die Antwort sein. Und die korrekte Antwort ist auch E. Und dies ist das Dubin-Johnson-Syndrom. Und das beruht auf einem Defekt in einem ATP-abhängigen Kassettenprotein, das dafür verantwortlich ist, das konjugierte Bilirubin aus diesen Leberzellen rauszupumpen. Und wenn das nicht richtig funktioniert oder nicht zum Grade, dass es sollte, dann bleibt das konjugierte Bilirubin halt in den Leberzellen, dann werden die schwarz. Aber es kommt anscheinend genug raus, sodass die Leute in der Regel keine Symptome haben. Hier ist ein anderes Beispiel: Dubin-Johnson-Syndrom, schwarze Leber. Ich glaube, ihr seid überzeugt. Und die Mutation liegt in diesem Protein MRP2. Und solche Sachen werden einem in der Biochemie im ersten Studiumjahr beigebracht und da werden sich auch daran erinnern. Das Dubin-Johnson-Syndrom beruht auf einem Defekt hier im MRP2 und dann die Konjugation von Bilirubin ist abhängig an diesem Enzym Glucuronylsyltransferase, die ganze Familie von denen. Und die führen zu einer Reihe von Problemen. Wenn das ganze Enzym fehlt, dann wird gar nichts konjugiert. Das ist das Crigler-Najjar-Syndrom 1 und das ist was ganz Schlimmes und ist letal. Aber wenn es so einigermaßen funktioniert, das ist das Crigler-Najjar Typ 2. Und dann diese andere Krankheit, auf Deutsch heißt die Morbus Meulengracht, auch Gilbert-Syndrom genannt. Da ist ein sehr milder Defekt, die Leute sind ein bisschen gelb, aber sonst haben die auch keine Probleme. Also solche Sachen lernt man in der Biochemie und das sind sie wahrscheinlich schon alle längst durchgeklappert. Also das war die schwarze Leber. Ja, nicht mal ein bisschen erhöhter Alanin-Aspartat Prothrombinzeit ist okay. ist ja Alanin-Aspartat auch erhöht. Aber nicht viel. Nicht viel. Erste Thema ist wieder mal Falciparum malaria. Und vor Jahren, dieses Thema kommt ja immer wieder hoch, da haben wir gelernt über einen Impfstoff, was entwickelt wird. Und dieses Impfstoff ist eigentlich ziemlich interessant. Wir haben mal eine Lancet-Studie angeguckt, da haben sie diese freiwilligen Probanden die geimpft und dann haben sie mit Falciparum malaria infiziert, aber es war ein abgeschwächter Stamm. Das war ganz interessant. Und dieser Impfstoff geht wie folgt. Was hier gemacht wird, ist eigentlich, finde ich, dieses ziemlich genial. Man kann ein Bestandteil von Hepatitis B-Virus vorbereiten. Dann werden die Leute, wenn die geimpft werden, auch gleichzeitig resistent gegen Hepatitis B. Das ist keine schlechte Idee. Und daran gekoppelt ist ein Falciparum-Protein. Und zufälligerweise ist das so geplant, dass dies ein Protein ist, was an den Sporozoiten sich befindet. Das heißt, man wird gestochen, das Moskito ladet einen voll mit Sporozoiten, diese Sporozoiten wandern erst zur Leber,
infizieren bestimmte Leberzellen. Die setzen dann die Falciparum-Erreger frei, die infizieren dann Erythrozyten und so besteht die Krankheit. Also die Idee ist hier, die Krankheit abzufangen, hier in diesem sehr frühen Stadium, und dies ist ein Zirkumsporozoid-Protein, heißt das CSP. So, der Impfstoff besteht aus einem Protein von Hepatitis B-Virus, diese E-Schale, gekoppelt an CSP. Und vor nicht allzu vielen Jahren haben wir eine Studie angeguckt, war auch im New England Journal. Da haben sie lauter Kinder in Afrika geimpft mit diesem Impfstoff. Und die haben festgestellt, dass das Impfstoff, es ist nicht perfekt, aber es hat die Übertragung von Falciparum Malaria so etwa 60% herabgesetzt. Das wäre eine Wirksamkeitsskala von etwa 30%. Und dieser Impfstoff steht jetzt kurz vor der Zulassung. Und jetzt erfahren wir, was in den nächsten 5 Jahren passiert ist. Und also so ist das aufgebaut. Diese 447 Kinder sind dann rekrutiert worden und die Hälfte ist geimpft, die andere Hälfte ist auch geimpft, aber gegen Tollwut anstatt gegen Malaria. Und dann sind manche verschwunden und manche auch nicht und manche haben Malaria gekriegt und manche nicht. Und dann letztendlich sind 164 in einer Gruppe und 148 in der anderen Gruppe übrig, wo man weiß, dass die 3-mal geimpft wurden und man konnte feststellen, was mit denen passiert ist. Also das ist die Story. Und die Wirksamkeit oder Efficacy wird mathematisch errechnet. Das ist 1 minus das relative Risiko, das in diesem Fall etwa 0,7 war, so ist die Wirksamkeit im ersten Jahr war ungefähr 30%. Und dann hier ist die geimpfte Gruppe und hier ist die Kontrollgruppe und hier ist die Wirksamkeit und es ist 27%. Und was wir hier sehen, ist, dass es ist sicherlich nicht perfekt und manche Kinder, die geimpft waren, haben trotzdem Malaria gekriegt. Und wenn wir das über die Zeit hier angucken, was wir hier sehen, ist in der hier sind die Geimpften, hier sind alle Teilnehmer und dann kann man die unterteilen in einer Kohorte, wo das Auftreten von Malaria ziemlich niedrig war und eine andere Gruppe, wo das Auftreten von Malaria häufig ist. Und was wir hier sehen, ist, Jahr 1 läuft das alles noch ziemlich gut, Jahr 2 sieht das mal nicht mehr so toll aus, Jahr 3 ist es nur 16% und Jahr 4 ist der Effekt verschwunden. Und wenn wir in dieser Gruppe von Kindern, wo die wohnen dann in irgendeinem Ort, wo sehr viel Malaria vorkommt, dann ist diese Abklungsrate sogar viel steiler, sodass nach 5 Jahren haben die sogar ein erhöhtes Risiko, Malaria zu kriegen, als diejenigen, die gar nicht geimpft worden waren. Also das sieht dann so aus. Also erstes Jahr, zweites Jahr, drittes Jahr, vierte Jahr. Dieses Low Exposure, wo Malaria nicht so häufig ist, und dieses hohe Aussetzung, wo Malaria sehr häufig ist, und da klingt das sogar schneller ab. So sieht es so aus, als wäre dieser Impfstoff wirksam, nicht so doll, aber etwas wirksam, aber eigentlich nur für die ersten 2 Jahre. Was ich gar nicht so erstaunlich finde, weil diese Parasiten ändern ihre Oberflächenmoleküle, Proteine, häufig, sodass das, ich würde mir so etwas ähnlich wie Influenza-Virus, kann ich mir vorstellen, dass man jedes Jahr geimpft werden muss gegen den Stamm oder die Oberflächenmoleküle, dieses Sporozoiden-Protein, was in diesem Jahr fällig ist. Und das vom letzten Jahr hat sich wahrscheinlich geändert, würde mich nicht überraschen. So sieht das dann so aus, dieses die Fälle von Malaria, die vermieden worden sind. Und bei den Kindern, wo Malaria sehr häufig vorkommt in deren Umwelt, klingt das rasch ab. Und die gesamte Kohorte, wenn man das kritisch anguckt, ist hier ziemlich flach.
Und wenn man dann die Kritik über diese ganze Geschichte liest, dann wird man eigentlich noch mehr beunruhigt, nämlich da war auch eine Kohorte von Kindern, die viermal geimpft worden sind und nicht dreimal. Und in der Gruppe, die viermal geimpft worden sind, war die Wirksamkeit ein ganzes Stück besser und da wäre das Ganze vielleicht nicht so trübe ausgesehen. Und es läuft noch eine zusätzliche Phase-3-Studie, die kommt auch irgendwann zu Ende. Da werden wir herausfinden, ob diese eigentlich ziemlich geniale Impfstrategie wirksam ist oder sinnvoll ist, das verbreitert durchzuführen oder auch nicht. Also das war das erste Paper. Das zweite Paper geht es um Mastzellen. Und Mast Cells heißen die auf Englisch und ich hatte nie eigentlich mich damit beschäftigt. Wo kommt dieser Name her? Und Mastzellen wurden beschrieben von Paul Ehrlich vor über 120 Jahren. Und der hat sie falsch eingeschätzt, als wären das Fresszellen oder Phagozyten. Und so altmodisches deutsches Wort für fressen ist Masten. Und darum heißen diese Zellen Mastzellen. Aber der gute Paul hat sie falsch eingeschätzt, nämlich eigentlich, was die machen, ist, machen lauter Granula und setzen Histamin frei und alles, was IgE vermittelt an Allergien ist, ist eine Aufgabe von diesen Mastzellen. Ob man jetzt Rhinitis kriegt oder Asthma oder Anaphylaxie, da spielen die Mastzellen eine erhebliche Rolle. Und die sitzen eigentlich überall, aber sind sehr verbreitet unter der Haut und im Magen-Darm-Trakt und Atemwege und so weiter. Jetzt, es stellt sich heraus, dass Mastozytose, wahrscheinlich muss man das als Krebserkrankung angucken, nämlich hier proliferieren Mastzellen in einer unkontrollierten Art und Weise. Und es gibt auch Patienten, wo das rasant vorkommt. Und es gibt auch Mastzellen-Leukämien, die stell mir vor, die sehen so ein bisschen aus wie Basophilen, sind ja im Prinzip so irgendwas Ähnliches. Und hier sind arme Patienten mit Mastozytose. Wenn es mild ist, dann kriegen die nur Schwielen oder Urtikaria. Oder wenn es schlimm ist, dann kriegen sie auch Hauterscheinungen, die so aussehen. Und was man machen kann, ist, man kann unterschiedliche Sachen, die Tryptase-Konzentration im Plasma messen und unterschiedliche Sachen, die im Urin ausgeschieden werden, um die Schwergradigkeit, um die Diagnose festzustellen und die Schwergradigkeit zu beurteilen. Jetzt, diese Mastozytose ist ziemlich miese zu behandeln und eigentlich funktioniert nicht sehr gut. Aber stellt sich raus, dass die meisten Leute mit Mastozytose, so über 90%, haben eine Mutation an einem Proto-Onkogen, das für eine Tyrosinkinase kodiert und das ist das KIT. Und das KIT ist auch mutiert in den gastrointestinalen Stromatumoren, die mit Imatinib behandelt werden. Daher kennen wir KIT. Und dies ist die KIT-Mutation. Hier ist ein Aminosäureaustausch, Aspartat für Valin anstelle 816. Ich weiß, wir wollten das gerade besonders auswendig lernen. Und was man hier gemacht hat, ist, man hat diese Leute mit Mastozytose, unterschiedliche Schweregradigkeiten, manche hatten auch Mastzell-Leukämie, behandelt mit Midostaurin. Und Midostaurin hemmt KIT, aber auch eine ganze Reihe von anderen Tyrosinkinasen. Und man dachte dann, dass Midostaurin diese Patienten helfen würde. Jetzt, es ist ja eine amerikanische Zeitschrift und die Amis können machen, was sie wollen. Aber die Franzosen haben das Gleiche gemacht. Die durften nur einen Leserbrief an New England Journal schicken. Die hatten nur ungefähr halb so viele Leute mit Mastozytose. So häufig ist das auch nicht. Aber die haben die gleichen Ergebnisse erzielt, wie ich Ihnen jetzt zeigen werde. Und was wir hier sehen, ist die Ansprechbarkeit. Das heißt, Leute sind besser geworden. Tryptase ist gefallen oder die anderen Marker im Urin sind gefallen oder ihre Hautzu-Anfälle wurden weniger. Solche Sachen. Ungefähr zwei Drittel sind tatsächlich besser geworden. Und da dies sonst keine Behandlung hat, die irgendwas taugt, ist das gar nicht so schlecht. Und gerade bei dieser aggressiven Form sind 75% besser geworden. Und Mastzell-Leukämie ist auch angesprochen. Wenigstens sind die Hälfte der Leute besser geworden. Aber keiner hatte eine komplette Remission. Aber
viele sind ziemlich gut gefahren. Und diese heißen Wasserfallabbildungen. Und hier, das bedeutet, dass dies ist nicht eine randomisierte, kontrollierte Studie, da ist keine Kontrollgruppe. Alle Leute mit Mastozytose haben diesen Kram gekriegt. Und wenn dies nach unten geht, ist das gut. Manche sind ziemlich gut geworden. Und wenn es nach oben geht, diese Leute haben hier überhaupt nicht angesprochen. Und was wir hier sehen, ist Serumtryptase, so wird die Diagnose gestellt. Und die, das ist ziemlich gut abgestürzt. Und Milzvolumen ist abgestürzt. Und sonst preceding change from baseline. Gut, das ist auch besser geworden. Und hier können wir hier gucken, ob da irgendwelche Nebenwirkungen waren von dieser Behandlung. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich mit Juckreiz anfangen soll, weil das ein Teil des Krankheitsbildes ist. Aber es sieht zu ertragen aus. Neutropenie erscheint, Anämie erscheint, Thrombozytopenie ist ziemlich häufig QT-Intervall soll bei 10% verlängert sein, aber dann schwergradig unter 1% und so weiter. Und da alle Leute behandelt wurden, würde man dann auch keinen Unterschied erwarten zwischen Intention to Treat and Primary Efficacy. Das ist ungefähr gleich. Progressionsfreies Intervall, eine Heilung ist nicht zu erwarten, aber es scheint den Verlauf der Krankheit gebremst zu haben. Und das hat es auch gemacht in den relativ wenigen Leuten, die nicht eine Mutation, diese D816V-Mutation haben an KIT. Dann das nächste Thema. Ja, das ist nicht verglichen worden und ich hätte mir auch vorgestellt, ich habe jetzt nicht die ganze Literatur abgetrabt, aber ich bin sicher, dass irgendjemand mal Imatinib ausprobiert hat, weil KIT funktioniert ja auch nicht bei manchen Mutationen, ja. Und ich war auch zu faul zu gucken, genau welche andere Tyrosinkinasen von diesem Präparat gehemmt werden, aber Leute, die sich damit auskennen, die wissen das wahrscheinlich. Das nächste Thema ist das Merkel-Zell-Karzinom. Und das Merkel-Zell-Karzinom hat nichts mit Angela zu tun. Dies ist ein sehr aggressiver Hautkrebs. Nicht ganz so schlimm wie Melanom, aber beinahe. Gott sei Dank nicht sehr häufig. Was Sie über das Merkel-Zell-Karzinom wissen sollten, ist, das gehört zu den relativ wenigen Krebserkrankungen, die durch einen viralen Infekt ausgelöst werden. Und hier geht es wieder um ein Polyomavirus. Und das ist ein besonderes Polyomavirus, was dieses Merkel-Zell-Karzinom auslöst. Meistens ältere Leute und die Stellen sind sonnenausgesetzte Stellen und man sollte eigentlich erstens eine breite Exzision anstreben und dann müsste man dieser armen alten Dame hier das Ohr abschneiden. Ob das erfolgt ist, weiß ich nicht genau. Aber man kann dann die Anwesenheit von diesem Polyomavirus dann mit immunhistochemischen Methoden nachweisen. Jetzt dieses Merkel-Zell-Karzinom exprimiert PD-1L und das ist diese Schnittstelle, dass man jetzt mit einem Antikörper hemmen kann, Pembrolizumab. Und wenn man eine PD-1-Blockade durchführt, dann ist zu erwarten, dass das T-Zell-Repertoire eher auf Neoantigene aufmerksam wird. Und dann sollten diese T-Zellen bitteschön dieses Tumor angreifen und das Tumor zerstören. Das ist hier die Idee. Und das hat man ausprobiert bei dem Merkel-Zell-Karzinom, weil diesen Leuten chemotherapeutisch ist sonst nicht allzu viel zu bieten. Und so hat man nicht sehr viele, 26 Patienten mit diesem Merkel-Zell-Karzinom gefunden und wieder mal keine Kontrollgruppe. Die sind alle mit Pembrolizumab behandelt worden. Und was wir hier sehen, ist keine Heilung, aber ungefähr wie bei der Mastzell-Geschichte, 60% der Patienten haben angesprochen. Und dann zeigt man natürlich immer seinen besten Fall. Und hier ist eine Dame, hier ist eine Läsion am Bein. Diese Läsion ist beinahe verschwunden. Diese Metastasen sind auch geschmolzen und man kann die dann biopsieren. Und in diesen sehr schönen Farbbildern kann man sehen, dass die Anzahl an den Zellen in diesem Merkel-Zell-Karzinom rückläufig waren. Und
Ja, ich glaube, wie häufig kriegen die diesen Antikörper, Frau Görtler, für diese, um diese PD-L1? Aber es wird nicht nur einmal gegeben, es wird dann längerfristig durchgehen, bis sie verschwunden sind oder der Tumor ist verschwunden. Also das ist, was hier gemacht wurde. Und was natürlich ein bisschen schwer zu begreifen ist, PD-L1 ist hier bitte? Wir haben ja noch gar nicht so lange FDS-Liste. Nö. Wir wissen also wahrscheinlich nicht, wie lange wir leben. Das stimmt. Ich glaube, die Leute haben es durchlaufend hier gekriegt und die Beobachtungszeit hier ist knapp unter einem Jahr. Und was erstaunlich ist, aber das sehen wir bei diesen anderen Karzinomen auch, die Ansprechrate ist nicht signifikant unterschiedlich zwischen Tumoren, die diese Schnittstelle exprimieren und Tumoren, die diese Schnittstelle nicht exprimieren. Bisschen unterschiedlich, aber es ist nicht statistisch signifikant oder von großer klinischer Bedeutung. Und Entschuldigung, für den anderen PD-1, wenn man Nivolumab sagt, Fachinfo, die empfohlene Dosis beträgt 3 Milligramm pro Kilogramm, die alle 2 Wochen über einen Zeitraum von 60 Minuten verabreicht wird. Die Behandlung sollte so lange fortgesetzt werden, wie ein klinischer Nutzen besteht oder bis die Behandlung vom Patienten nicht mehr vertragen wird. Finanziell oder? Unendlich. bis zum Ende. Also, was wir. 200.000 Euro pro Jahr. Aber wenn man so. Hoffentlich kriegen nur die reichen Leute Merkel-Zell-Karzinom. Und was wir hier sehen können, ist, ob die Leute diese PD-L1 exprimieren oder nicht, die meisten werden tatsächlich wenigstens vorübergehend besser. Und hier ist wieder so ein Wasserfalldiagramm und das ist longest diameter of target lesions. Also die haben die Tumoren hier gemessen und bei manchen Leuten ist das sehr schön rückläufig, aber bei manchen auch leider nicht und manche schreiten trotzdem voran. Und eine Frage habe ich nur, wenn ein Erfolg da ist, wenn es eine partielle Remission ist, in welcher Zeiteinheit? Ja, kann ich denn sagen, es wird wirksam? Ja, wir haben nur Informationen für ein Jahr und da waren ein paar Leute, wo die Tumormasse, das wurde dann irgendwie quantifiziert mit Bildgebung, mehr als 90% zurückging. Was man auch berücksichtigen muss, und Leute, die sich mit solchen Sachen auskennen, wissen das, aber die Vermehrung von Tumormassen ist ja, wenn der Tumor, sagen wir mal, 1 Zentimeter im Durchmesser ist, die Anzahl an Zellvermehrung, die man braucht, bis es so groß ist wie eine Pampelmuse, ist viel weniger, als wenn der Tumor ganz klein ist oder 3 oder 4 Zellen besteht, bis man den überhaupt in der Bildgebung sehen kann. So, nur weil die Metastasen schön schrumpfen, heißt das nicht unbedingt, dass die Leute so viel länger leben. Das ist aber meine Auffassung davon. Nächstes Thema, das Pyle-Syndrom. Wenn Sie das Pyle-Syndrom nicht kennen, ist das wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass nur 30 Menschen auf der Erde beschrieben worden sind mit diesem Syndrom. Aber was man hier erkennen kann, ist, sie haben irgendein Knochenproblem. Und zwar, was wir hier sehen, ist, der Knochenkortex wird breiter, aber die Knochendichte wird weniger und die metaphysäre Areale hier fängt an, in die Breite zu gehen. Wahrscheinlich durch Schwäche, und das ist eine metaphysäre Dysplasie, was bei dem Pyle-Syndrom vorkommt. Und dieses Pyle-Syndrom ist genetisch bedingte Erkrankung, und dieser nette Orthopäde hat das beschrieben vor 80 Jahren.
Und es ist halt rar. Man wusste nicht, was die Ursache ist von diesem Pyle-Syndrom und ich darf sie heute aufklären. Und das andere, was wir wissen müssen, ist über Wnt Signaling. Der Wnt Signaltransduktionsweg ist für alles Mögliche zuständig. Zellpolarität, embryonale Entwicklung, die Bildung von neuronalen Synapsen, Zellproliferation spielt bei Metastasenbildung von soliden Krebsen eine wesentliche Rolle. Und Walter Birchmeier am MDC hat seine ganze Karriere, und der ist mittlerweile auch 70, hat er nichts gemacht als Wnt-Signaltransduktionswege. Und es gibt den kanonischen Wnt-Signalweg und die beiden nicht kanonischen Wnt-Signalwege. Das wollen Sie wahrscheinlich alles gar nicht wissen, aber Wnt ist extrazellulär und bindet an einem Rezeptor. Das ist ein ziemlich komplizierter Rezeptor, und der Bestandteil heißt Frizzle. Das ist Fussel auf Englisch. Und so Wnt bindet an Frizzle und dann geht diese Signaltransduktionskaskade hier los. Das müssen Sie auch wissen. Nämlich, was wir hier haben, ist, man hat durch Exom-Sequenzierung und auch Sanger-Sequenzierung festgestellt, dass diese armen Menschen, es sind nicht sehr viele da, sind zwei oder drei, die haben eine Mutation an dem Gen, das für Frizzle kodiert. Das Frizzle Nummer 4 Gen, lösbares Frizzle, was auch freigesetzt wird. Und diese Mutation ist autosomal rezessiv, führt zu einer verkürzten Protein, was nicht funktionstüchtig ist. Und diese Funktion von Frizzle bietet auch eine Bremsaktion an diesem Wnt-Signal-Pathway. Wollten Sie alle wissen, weiß ich. Na, was die Leute dann gemacht haben, ist, die haben eine Maus, die haben Frizzle ausgenockt bei der Maus. Und ich bin diesen Weg auch gegangen und die meisten Mäuse sind wertlos und man schmeißt viel Geld aus dem Fenster und die haben keinen Phänotyp oder sie sind embryonal letal und diese Mäuse sind echt schrecklich. Aber diese Leute haben enormes Glück gehabt, nämlich die Maus sieht genauso aus wie die Menschen und kriegt diese kortikalen metaphysären Dysplasien. Und dann konnten diese Leute diese Mäuse dann behandeln, weil sie festgestellt haben, dass Bone Morphogenic Protein, das spielt einen Ablauf hier und hat auch mit Knochen zu tun, hat, so kann man sich das merken, und ein Interferenzprotein, das heißt Sklerostin, konnten sie Bone Morphogenic Protein blocken oder sie konnten Sklerostin hemmen mit einem neutralisierten Antikörper und dann sind die Knochen viel besser geworden an diesen Mäusen. Und so sind sie im New England Journal gekommen. Und sie werden sagen, warum erzählt der Mensch mir diese ganzen komischen Geschichten? Weil der Ablauf dieser Pathologie ähnlich ist mit Veränderungen, die bei der Osteoporose stattfinden. Und Osteoporose kriegt jeder. Und man hofft sich, dass man, wenn man diese Ziele hier vielleicht anwenden könnten bei Krankheiten, Knochenerkrankungen, die viel häufiger sind als das Pyle-Syndrom, dass daran vielleicht neue teure therapeutische Wirkstoffe entwickelt werden können. Also, das war das. Eine genetische Defizienz in lösbaren Frizzle Nummer 4 führt zu dem Pyle-Syndrom. Und das ist hier alles auch ganz nett erklärt. Und warum Cortex normal ist oder dünn wird und diese Frakturen sich entwickeln und so weiter. An die Reviews im New England Journal, dieses erste heißt ankylosierende Spondylitis, das ist Morbus Bechterew, das kennen wir, nicht so häufig. Aber was dann mittlerweile dazu kommt, ist axiale Spondyloarthritis. Das ist ein Krankheitsbild, das haben die Rheumatologen in den letzten 20 Jahren erst erfunden, nämlich ich wusste wenig davon. Aber das ist viel häufiger als Morbus Bechterew und soll 1,4% der erwachsenen Bevölkerung betreffen. Und das soll ein großer Anteil an Menschen mit irgendwelchen Rückenschmerzen sein. Und was hier betont wird, ist HLA-B27, das haben Sie schon gehört. Sacroiliitis im MRT. Die Verknüpfung mit Spondylitis, mit psoriatrischer Arthritis und mit
unterschiedlichen Magen-Darm-Erkrankungen, erworbene und auch entzündliche Magen-Darm-Erkrankungen. Das haben Sie alle schon mal gehört. Und das trifft für die axillare Spondyloarthritis auch zu. Was ich mir so vorstelle, ist eher so eine milde Form von Morbus Bechterew, das nicht zu diesen schrecklichen morphologischen Beeinträchtigungen führt. Und dann in dem Review-Artikel sind auch lauter schöne Bildgebungen, die können Sie dann selber bewundern, wie man hier die Diagnose feststellen kann. Und dann diese häufigere Erkrankung, meistens Erwachsene, Mittelalter, Mitteljahre, Durchschnitt, Rückenschmerzen mehr als 3 Monate, die haben eine Morgensteifheit, das geht dann aber weg, wenn sie sich bewegen, und die haben Probleme im Schlaf. Die haben Rückenschmerzen, wenn sie flach liegen und nichts machen. Und das ist eigentlich ein rotes Tuch bei Rückenschmerzen. Solche Rückenschmerzen, Patienten, lohnt es sich, die ein bisschen vorsichtiger anzugucken. Dann stehen die dann nachts auf, laufen ein bisschen rum, dann tut es weniger weh und dann gehen sie wieder ins Bett. So wurde hier berichtet. Und das ist dieses. Und dann ist ein Ablauf, was man mit denen machen kann. Und ob sie ansprechen auf nicht-steroidale Antiphlogistika. Und die es nicht tun, sollte man wahrscheinlich nicht mit Steroiden behandeln, sondern sofort mit Infliximab oder einer anderen Anti-TNF-Therapie. So lautet es hier. Und dann, wie HLA-B27 zu diesen Krankheiten führen kann, gibt es auch Ideen darüber. Und es hat mit T-Zellen, die mit Interleukin 17 exprimieren und ähnliches. Und das können Sie dann selber bewundern, wie diese Abläufe dann funktionieren. Und das nächste Review im New England Journal geht es um auch eine Arthritis, und dieses Calcium-Pyrophat-Verablagerungskrankheit, Pyrophosphat-Verablagerungskrankheit. Und das kennen wir, weil dies relativ häufig ist bei Dialysepatienten, und wenn man das Gelenk punktiert, dann sieht man diese rhomboiden Kristallen, und die weisen eine leichte positive Lichtbrechung auf im Vergleich zu Urat, was eine starke negative Lichtbrechung, wenn ich mich richtig erinnere. Und es sieht ein bisschen aus wie ulnare Deviation, aber dies ist nicht Rheumatoid Arthritis, weil diese Metakarpalien hier okay sind. Und dies sieht eher aus wie chronische Gelenkerkrankung, wie bei alten Menschen das häufig ist. Und aber was man im Röntgenbild sieht, ist, man sieht diese kalzifizierte Linie, und das sehen wir auch bei Dialysepatienten, und das ist Chondrokalzinose und wird auch genannt Pseudogicht. Und darum geht es in diesem Review. Und das können Sie sich angucken. Man kann das auch behandeln, ähnlich wie man mit Gicht umgeht, weil Colchicin soll hier auch helfen. Habe ich noch nie ausprobiert, aber habe mich auch nicht so sehr damit beschäftigt. Und dann kann man hier, man kann auch Steroide direkt ins Gelenk reinspritzen und ähnliches. Und darüber sollte man vielleicht etwas wissen. Weil, hier ist schon eine Frage im New England Journal, kommt ein Mensch rein, hat ein heißes, geschwollenes Knie, man wird da reingestochen, Arthrozentese, der hat eine extrem hohe Leukozytenzahl und diese rhomboidförmigen Kristalle sind vorhanden. Und dann, was soll man machen? Und sieht so eigentlich aus, als würde er ein septisches Gelenk haben. Und von dieser Idee sollte man nicht abweichen, nämlich ein septisches Gelenk kann zu diesen Calcium-Pyrophosphat-Depositionen relativ schnell führen. So sollte man den weiter mit Ceftriaxon und Vancomycin behandeln, bis man Kulturergebnisse hat. Dies haben wir letzte Woche angeguckt. Dieser arme Mensch mit diesem schrecklichen Papillomavirus hier im Munde, und er ist auch HIV-positiv, und die Behandlungserfolge hielten sich in Grenzen. Das wird gelasert oder irgendwas, und das war die Geschichte mit dem. Dann ist hier dieser Patient. Ich zeige das, weil Sie sollten wissen, was ein Hypopyon ist. Und das ist Eiter in der vorderen Kammer. Und das kann man hier in der Spaltlampe sehen. Und Sie sehen diese Eiterschicht hier. Und dann
wir können schon hier erkennen, dass irgendwas hier in der Linse nicht stimmt. Und dies ist eine Klebsiella pneumoniae ausgelöste endogene Endophthalmitis. Und darüber sollte man vielleicht auch was wissen, weil Klebsiella pneumoniae ist nicht so häufig. So unhäufig sollte man vielleicht etwas darüber wissen. Ich glaube, dies ist häufiger bei Asiaten und Patienten mit Diabetes mellitus. Dann der Fall im New England Journal ist dieser Mensch, ein 50-jähriger Mensch mit psoriatrischer Arthritis und der ist auch HIV-positiv. Der geht zum Neurologen, weil er nicht mehr gut sehen kann, Hörverlust hat und kann nicht mehr gerade gehen. Und das ist die Geschichte und der hat auch eine Vorgeschichte von Mycobacterium intracellulare und diese ganzen Sachen und lebt mit seinem Mann zusammen und hat hier irgendwelche Blutwerte, die ich hier nicht alle sehen kann, aber die waren nicht so deutlich, außer hat ein ganzes Stück erhöhtes CRP und alkalische Phosphatase ist auch ein bisschen erhöht und hier sind irgendwelche Elektrolyte, aber die sind nicht so aufregend. Also er hat Entzündungszeichen. Dann wird er da mit unterschiedlichen Sachen behandelt, wird auch vom Augenarzt angeguckt. Und die haben ja jetzt diese schicke Bildgebung und da sind auch irgendwelche Verablagerungen, die ich auch nicht in der vorderen Kammer, aber der hat kein Hypopyon, also kein Eiter in der vorderen Kammer, aber hat irgendwelche Verablagerungen in der Hornhaut. Und dann auf einmal kriegt er diesen Ausschlag. Und der Ausschlag ist anwesend auf den Handflächen und auf den Fußsohlen. Und in meiner Zeit, als ich Medizin studierte in den 60er Jahren, da wurde uns gesagt, alle Leute, die Ausschläge haben, wo die Handsohlen und die Fußsohlen betroffen sind, haben Syphilis bis anders erwiesen. Okay. Dann würde ich mich in diese Richtung bewegen. Und das hat er auch. Und das sollte man sich wirklich merken. Ich meine, das sind auch andere Sachen, die die Handflächen und die Fußsohlen betreffen. Aber das ist ziemlich typisch für sekundären Syphilis. Und als ich im Medizinstudium war, wurde jeder Patient, der ins Krankenhaus kam oder in eine neue Begegnung mit dem Doktor, einen serologischen Test für Syphilis unterzogen. Ohne dass das diskutiert wurde übrigens. Und Wassermann oder der Nachfolger, im Prinzip ist es Antikardiolipin-Antikörper. Und wir haben auch Patienten mit Lupus erythematodes auf diese Art und Weise identifizieren können und ähnliches. Aber das darf man natürlich heutzutage nicht mehr. Aber man sollte das mit den Handflächen und Fußsohlen vielleicht merken. Dann dieses ist ganz interessant. Kommt eine 22-jährige Frau zum Augenarzt mit monookularer Erblindung oder behauptet sie. Und dann kommt eine 40-jährige, die hat das Gleiche. Und man nimmt eine Anamnese und stellt sich raus, diese Frauen gucken ins Handy nachts, wenn sie im Bett sind. Und weil man ja häufig auf einer Seite liegt, gucken die nur mit einem Auge in das Display. Und das Display ist mittlerweile sehr, sehr grell. Und was dann passiert, ist, die kleinen Stäbchen schlafen dann sofort ein und dann ist man blind in meinem Auge. Und dann läuft man zum Augenarzt und will das erklärt haben. Na, die haben das an, diese beiden Augenärzte haben das an sich selber hier ausgearbeitet und sie können diese ganze trübe Geschichte dann selber lesen, aber was es alles so gibt. Dann in Lancet ist das erste Paper, hat zu tun mit diesen armen Asthmatikern, die mit ihrer Therapie nicht zurückkommen, zurechtkommen. Und es gibt ja jetzt einen Antikörper gegen der blockt IL-4 und gleichzeitig IL-13. Und das soll Reifung von Eosinophilen und anderes Gutes machen. Und so hat man das ausprobiert bei diesen asthmatischen Patienten und der primäre Endpunkt war, was passiert mit FEV1. Und das wurde besser in einer dosisabhängigen Art und Weise. Im Placebo ist auch ein bisschen besser geworden, aber das ist schon nicht schlecht, wie das aussieht. So FEV1 ist besser geworden. Und dann hat man das dann auch die Exerbationen von Asthma hier untersucht und das ist auch besser geworden
Und die Autoren waren sehr begeistert und glauben, dass man mit dieser Behandlung dann den Asthma-Patienten etwas weiteres zu bieten hat und dass Aufenthalte in Notaufnahmen und Ähnliches dann entsprechend reduziert werden kann. Das war der Anschluss, die mussten die Symmetrie haben, oder? Weil wir so ein paar in Ambulanz mit Georg Strauß laufen und mal so. Die sind unterteilt in mehr als 300 und weniger als 300. Und ich glaube, die eosinophilen Zahl war nicht das Wesentliche. Ob ich es jetzt finden kann? Doch, baseline, irrespective of baseline eosinophil count and had a favorable safety profile. So, man muss nicht unbedingt eine hohe eosinophilen Zahl haben, anscheinend, um den Vorteil. Aber vielleicht bei Church-Strauss-Patienten könnte man sowas mal ausprobieren, wenn ich Schwierigkeiten haben. Dann Romiplostin. Romiplostin ist das EPO für Plättchen. Und hier sind Kinder mit Immunthrombozytopenie und die haben ein ziemlich schweres Leben. Und dies ist eine Doppelblindstudie, um zu sehen, ob man Plättchenzahl anheben kann mit Romiplostin. Und das war im Prinzip so der Endpunkt. Und der Geldgeber hier waren die guten Freunde von Amgen. Muss man auch im Kopf behalten. Also hier haben zwei Drittel der Kinder haben Romiplostin gekriegt und ein Drittel hat Placebo bekommen. Und was wir hier sehen, ist ein netter Anstieg in der Plättchenzahl in der Romiplostin-Gruppe. Und das ist auch angestiegen, Plättchenzahl so um die 100.000. Fand ich nicht schlecht. Das sollte eigentlich die besser machen. Dann gucke ich dann in Adverse Events und die haben als Nebenwirkung, wurden auch Nasenbluten und blaue Flecken aufgetragen. Und Mundhämorrhagie und Epistaxis, das ist mehr Nasenbluten, und Petechien. Und was ich zu meinem Erstaunen sehe, ist, das ist nicht besser geworden. Naja, wie hilft mir das, wenn die Plättchen ein bisschen schöner aussehen, wenn ich Plättchen zähle, wenn die Kinder nicht besser geworden sind? Die Diskussion ist nicht sehr darauf eingegangen. Jemand, der dies diskutiert hat im Editorial, hat gesagt, naja, vielleicht sollte man mehr Romiplostin geben, dann würden die Plättchen noch höher sein, dann würde es vielleicht zu einer Besserung führen. Weil die hatten mehr Blutungen und der Endpunkt war aber die Plättchen. Ja, genau. Ich habe keine Thrombozytenfunktionstests gesehen. Ich würde mir denken, diese Thrombozyten werden sofort von Antikörper beschichtet und vielleicht funktionieren die nicht so doll. Dann dieses nächste Paper ist eigentlich erstaunlich. Man muss solche Sachen auch lesen, weil dies auf uns zukommt, muss man davon was wissen. Und hier geht es um Bioingenieurswissenschaften. Und hier ist dieser arme Mensch, der hatte irgendeine schlimme Halsverletzung und ist quadriplegisch. Und der hat diesen schrecklichen Abszess gekriegt, retropharyngealen Abszess, und haben irgendwelche netten Neurochirurgen dann auch operiert und da hat er diese Platten da reingekriegt. Und lange Geschichte, kurzer Sinn. Der hat den Abszess gekriegt, wahrscheinlich durch diese Platten. Und dann, als das Ganze trainiert war, hat er ein riesiges Loch im Esophagus. Und ein großer Teil seines Esophagus war nicht da. Und dann, wie sollte man das behandeln? Mit den Mitteln, die man jetzt anwenden darf. Und was, lange Geschichte hier, müssen Sie dann selber lesen, vielleicht kann ich es erklären. Die haben hier versucht, um diesen Defekt im Esophagus zu regenerieren. Und was sie gemacht haben, ist, sie haben einen dicken Stent ins Esophagus reingesteckt und dann haben sie diesen Stent dann beschichtet mit Blut von den Patienten, das plättchenreich war, haben Knochenmarkszellen benutzt, wo hoffentlich
mesenchymale Stammzellen drin waren und haben diese ganze Geschichte hier dann beschichtet und dann geguckt, was hier passiert und wollten eigentlich diesen Stent in 4 Wochen wieder rausnehmen. Na, der Patient ist verschwunden, der hatte auch keinen Bock mehr. Der kommt dann 3,5 Jahre später, taucht er wieder auf, weil er wieder eine Stenose hat im Esophagus und wollte dann weitere Hilfe haben. Und da habe ich geguckt, die Firmen, die hier Sachen beigetragen haben, diese ist schon pleite gegangen und in der anderen wusste ich nicht so genau, aber Sie können das selber nachschlagen, was hier angewendet worden ist. Hier ist dieser Stent, der ist dann da reingelegt worden und wie das technisch gemacht worden ist, das können Sie dann selber angucken. Und dann haben Sie den Stent rausgenommen und haben hier diese Ultraschalluntersuchung gemacht. Das sieht erstaunlich gut aus. Haben hier auch biopsiert, sieht, als wäre das Gewebe wieder da. Also hier zusammengefasst, die Autoren haben hier diesen Stent hier angewendet, der mit diesem kommerziellen extrazellulären Matrixpräparat behandelt worden ist. Und dann sind dann auch diese Knochenmarkszellen hinzugeführt worden und dieses plättchenreiche Plasma. Und dann später sah es so aus mit diesem Ultraschalluntersuchung, dass dieses Esophagus hätte sich erstaunlich wieder erholt. Und dann haben sie auch Manometrie gemacht. Ich habe davon keine Ahnung. Aber hier sehen wir auch, dass es scheint zu sein, als würde diese Esophagus auch kontrahieren. Na, man muss dazu sagen, es sind schon mehrere Papers dieser Art in Lancet erschienen in den letzten paar Jahren und 3/4 davon sind dann zurückgenommen worden. Bin gespannt, was mit dieser Geschichte passiert. Das ist erstaunlich, dass nach 3 Jahren so einfach wieder rausnehmen können. Das muss doch auch irgendwie festgewachsen sein. Ich weiß auch nicht, wie das genau gemacht worden ist. Aber ich bin auch technisch nicht gut genug, um diese ganzen Sachen hier zu erklären. Hier, Sie werden sich daran erinnern, das ist auch Jahre zurück, da war eine randomisierte Studie für 5 unterschiedliche Kaiserschnittsoperationen, die die lieben Geburtshelfer durchführen könnte. Und diese Frauen haben unterschiedliche Kaiserschnittsoperationen bekommen und nach einem Jahr war kein Unterschied in diesen Operationen zu sehen. Jetzt haben wir die Ergebnisse für 3 Jahre. Und da sind immer noch keine Unterschiede zu sehen. So können die Leute machen, was sie am besten machen können. Ein Übersichtsartikel in Lancet, eines über Pankreaskarzinom, darüber sollte man vielleicht etwas wissen, gerade wenn man jetzt eine Gastrorotation hat. Und es gibt auch familiäre Formen von Pankreaskarzinom und das ATM-Gen hat mit Ataxia telangiectasien zu tun, das ist ein Tumorsuppressor. Und diese Leute kriegen, Leute mit diesem Syndrom kriegen häufig solide Tumoren und Pankreaskarzinom gehört dazu. Und diese Gene hier sind involviert und Histologie. Aber das Tolle ist, was man heute mit Bildgebung erreichen konnte. Früher, zu meiner Zeit, da gab es keinen Ultraschall, gab es kein CT, MRT, überhaupt nicht. Hat man es nie diagnostiziert, bevor es metastasiert war. Aber jetzt kann man fantastische Sachen machen mit der Bildgebung, um Diagnosen zu stellen. Und dann, was man alles machen kann, man hat heutzutage tatsächlich mehr den Patienten zu bieten als damals. Und der zweite Übersichtsartikel hat mit Schizophrenie zu tun. Dies ist so ziemlich biochemisch geprägt anstatt psychologisch. Und Vorläufersyndrome und Risikofaktoren und ähnliches. Und dann auch neue Ideen, über welche Überträger hier vielleicht schieflaufen, um die Schizophrenie zu erklären. Dann war dieses Paper. Und dies erinnert mich, wie Sachen waren vor 100 Jahren. Da sind alte, impotente Männer in die Schweiz gereist und wurden dann mit irgendwelchen Hodenzellen von irgendwelchen Ziegen gespritzt und das war so eine Modeerscheinung. Heutzutage alte chinesische Männer kriegen Nashornpulver, bis das letzte arme Nashorn totgeschossen ist und das ist halt so. Jetzt dieser Mensch hat einen Schlaganfall und der geht zu Stammzellkliniken.
die es in Amerika nicht gibt, weil die gesetzwidrig sind und hier auch. Aber man kann nach China reisen oder nach Mexiko oder nach Argentinien, um mit Stammzellen zu behandelt werden. Und da kriegt er irgendwelche Stammzellen und dann kommt er an. Der hat einen Schlaganfall, aber relativ wenig sind Komplikationen davon. Kommt dann rein mit Rückenschmerzen und Paraplegie und ist inkontinent geworden. Und kriegt Bildgebung und Donnerwetter, der hat einen Tumor hier im Kanal. Und man hat hier das operiert und hier ist dieser Tumor. Und man hat den Tumor dann bioptiert und der ist von diesen Stammzellen, mit der er gespritzt worden ist. Das ist eine Tumorbildung, definitionsgemäß Wachstum nicht kontrolliert, nicht metastasiert. Es ist von Zellen von fremden Menschen. Und genau wo diese Zellen herkamen oder was für Zellen das waren, weiß man nicht genau. Man hat geguckt nach X- und Y-Chromosomen und die meisten Zellen, die da waren, waren XY, aber da waren auch ein paar XX-Zellen. Und weiß der Teufel, was diese Leute da reingespritzt haben. Dann hat man nach Transkriptionsfaktoren hat lauter Gene da sequenziert, aber das ist eine Folge von, und das ist eine Quacksalberei, aber diese Stammzellenkliniken können auch zu solchen Sachen führen und ob diese Sachen metastasieren können oder nicht, das weiß ich nicht genau. Das war's für diese Woche. Herzlichen Dank, dass Sie das alles geduldet haben.